Shalvea näht. Heute ein Spannbettlaken upcyclen. So sieht ein Spannbettlaken aus. In meinem Fall war es eins mit einem dicken Loch. Wie das Kind das hingekriegt hat, weiß ich nicht. Da habe ich erstmal die Seiten aufgeschnitten und das Gummi abgemacht, was für den Rand ist. Wichtig für dieses Projekt ist, dass das ein Jersey-Laken ist. Sonst wird das nichts. Das soll nämlich ein Schlafanzug-Oberteil werden. Dazu habe ich ein Schnittmuster genommen von einem Raglan-Shirt. Da habe ich auch schon mehrere andere Sachen gemacht. Das erweitere ich hier mit der Kreide ein Stück, damit es schlabbriger wird. Außerdem ist das Kind größer als das Schnittmuster. Für den Rücken auch. Dann ziehen wir das Ganze rüber und machen die Ärmel alles doppelt. Also die Vorder- und Rückseite im Bruch und die Ärmel ist doppelt gelegt. Einmal ausschneiden. Fertig. Damit haben wir alle Teile für einen Schlafanzug. Da kommt nichts Besonderes. Optional ist ein Motiv. In unserem Fall, wir gucken, dass die Naht vorne ist, damit das sauber ist. Na, so ein Stoff hat ja auch eine Vorder- und Rückseite. Meine Tochter hat sich ein Kirby-Motiv gewünscht, farblich passend zum Stoff. Das zeichne ich hier ab. Ich habe mir auf dem Handy angeguckt, so grob, was ich motivlich machen will. Das ist mit einem Zauberstift, dann mit Stofffarbe einfach abgemalt. Naja, so gut wie ich halt kann, ne? Ich bin jetzt nicht so der ultimative Künstler, vor allem nicht, wenn es darum geht, realistisch irgendwas darzustellen. Und Stofffarbe verhält sich auch nochmal anders als Acrylfarbe auf Leinwand. Den Filzstift, den ich genommen habe, um das abzutragen, das ist eigentlich, um Markierungen zu setzen auf dem Stoff, der verschwindet mit der Zeit wieder, deswegen muss man da auch schnell arbeiten. An den Augen habe ich eine Weile rumgedoktert. Das hat alles immer nicht so gepasst, wie ich mir das vorgestellt habe. Bisschen Schattierung rein, Augen nochmal neu und nochmal. Furchtbar. So, während das trocknet, mache ich eine Hose. Das ist, ich habe ganz grob das Kind ausgemessen. Hüfte, Beinlänge, Schrittlänge, was man so braucht. Dann jeweils nochmal erweitert, wie gesagt, weil es ja eine schlabbrige Schlafanzughose werden soll. Hier nochmal die Schritthöhe eingezeichnet. Dann machen wir da so einen kleinen Keil rein. Das war mein Mann, auch nett. Nochmal kurz prüfen, ob die Länge stimmt. Dann habe ich das ausgeschnitten und das ist im Prinzip viermal jetzt. Also ich habe den Stoff vierfach gefaltet. Hier nochmal die Kanten auseinander machen. So sieht das aus. Dann wird es jetzt an der Längsseite genäht, jeweils zwei Paare. So, fertig. Wenn das zweimal gemacht ist, dann wird die Innenseite mit der Kurve gemacht. Also hier jetzt, da einmal um die Kurve, das zweimal, ne, links und rechts, damit das so ein fetter Schlauch wird. Dann die mittlere Seite, also da, wo sich die Nähte treffen, das ist die kurze Seite im Schnitt. Und dann war es das schon. Dann ist die Hose zusammen. Dann machen wir hier noch die Schlaufe bzw. den Kanal für das Gummiband, was dann hinterher reinkommt. Also den klassischen Bund. Einmal rundherum. Dann ziehen wir da das Gummiband ein, Sicherheitsnadel links und rechts und durchwedeln. Zack, 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 zack. Wenn wir auf der anderen Seite wieder raus sind, machen wir die Sicherheitsnadeln raus. Und dann vernähen wir das Gummi entweder mit einem Geradstich oder mit einem Zickzackstich. In diesem Fall ist das alles sehr locker, weil meine Tochter das nicht so eng am Bauch mag. Boah. Dann die Overlock-Nähte versäubern, ne? Also mit der Nadel aufnehmen, zurückschieben. Fertig. Wenn wir das gemacht haben, müssen wir noch das Fädelloch schließen, damit der Kanal zu ist. Und dann war es das. Damit ist die Hose an sich fertig. Das für mich jeweils geistig größte Problem ist immer das Schnittmuster. Das Nähen selber ist gar nicht so das Thema. So, und dann wollten die auch da. Da hat sie eine Schablone gemacht mit dem Schriftzug. Das ist Moosgummi auf Moosgummi. Spiegelverkehrt selbstverständlich. Farbe drauf, drucken. Das Kartoffelstempelprinzip. Kennen wir alle aus dem Kindergarten. Immer wieder schön. Da kann man sich ganz schöne Sachen selber machen. So, wenn die Hose trocknet, nähen wir das Oberteil. Das ist der Rücken. Da kommen jetzt erstmal die Ärmel dran.
schön gucken, dass die Seiten richtig aufeinander liegen, also Außenseite auf Außenseite in diesem Fall. Und dann näht man die Ärmel entlang, einmal links, einmal rechts. Und dann an den Ärmel jetzt das Vorderteil wieder schön anlegen, einmal links, einmal rechts. Daraus entsteht dann der Kragen. Andere Seite auch noch. Und dann nähen wir das zusammen, und zwar die Ärmel mache ich immer zuerst, guck dann, dass die Armachsellöcher richtig stimmen, weil wenn man von unten anfängt, kann schon mal sein, dass man sich verzieht. Ich fange immer am Ende an, dass stimmen muss, weil unten abschneiden ist einfacher. Damit ist der Freund fertig soweit. Wir haben die Augen nicht gefallen, deswegen habe ich da nochmal ein bisschen rumgemalt, dann war aber das Spiegelloch weg. Also musste ich ein bisschen reparieren und das habe ich gemacht, indem ich die Lichtreflexion gestickt habe mit einem Baumwollgarn, das auch 60 Grad waschbar ist. Ich habe das in Sternform gemacht, einmal schnell. Hier ein Sternchen, da ein Sternchen, zack. Und dann sieht das so aus. Es ist, wie gesagt, ein Upcycling-Projekt. Dem Kind hat's gefallen. Ich wünsche viel Erfolg beim Nachmachen.